Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag unserer Quiz-Liga. Heute gibt es natürlich wieder vier interessante Partien für euch. Zum einen spielt Jasmina gegen Manuel, Thomas gegen Chino, ich muss gegen die Lisa ran und bin da wirklich schon etwas unter Zugzwang. Und der Dino spielt gegen den Niklas und da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal in das Duell rein gegen die Lisa und dazu müssen wir natürlich wieder Quiz-Duell öffnen. Und da sehen wir natürlich, die Lisa hat uns natürlich schon herausgefordert. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die erste Runde. Wir beginnen. Und da darf ich mir jetzt die Kategorie aussuchen. Und dann nehmen wir natürlich Rund um die Welt. Und da haben wir jetzt folgende Frage. Welcher Fluss befindet sich in Südamerika? Das ist jetzt interessant. Kongo, das ist ein Land in Afrika. Okavango, Zambezi oder Orinoco? Ich nehme den Orinoco und das ist die richtige Antwort. Geht auf jeden Fall schon mal gut los. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Welche Insel im östlichen Mittelmeer besteht aus einer griechischen und einer türkischen Hälfte? Das ist jetzt interessant. Ich würde tatsächlich Kreta sagen. Ist tatsächlich Zypern, weil Kreta ist ja in Griechenland, aber Zypern ist ja eigentlich ein eigenständiges Land. Deshalb verwundert mich das dann so ein bisschen. Welches dieser Länder grenzt an Russland? Moldawien nicht, Armenien auch nicht, Schweden nicht, Kasachstan müsste es sein. Und das ist auch richtig, zwei richtige zu Beginn. Und das ist schon mal ein ordentlicher Beginn, würde ich sagen. Nach der ersten Runde führen wir gegen die Lisa mit 2 zu 1, knapper Vorsprung. Jetzt geht es aber rein in die zweite Runde und da haben wir jetzt Kunst und Kultur in der Kategorie, wo ich eigentlich wirklich nicht gut drin bin. Aber wir probieren das Ganze natürlich. Auf welchen Krieg beziehen sich Werke der sogenannten Nachkriegsliteratur? Erster oder Zweiter Weltkrieg? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich sage mal der Zweite Weltkrieg und das ist die richtige Antwort. Glück gehabt hier in diesem Fall. Wir machen jetzt weiter. Wie heißt die Skulptur auf dem Brandenburger Tor in Berlin? Da ist so ein Streitwagen drauf, aber das ist tatsächlich nicht gemeint damit. Quadriga ist gemeint, aber ja, hatten wir jetzt beide falsch. Welchen dieser Philosophen zählt man nicht zur Frankfurter Schule? Da kann ich nur raten, ich nehme einfach mal den hier. Ist natürlich falsch und richtig gewesen wäre Martin Heidegger. Hört sich irgendwie fast an wie Martin Hinteregger. Den Fußballspieler, den man erkennt. Und somit, ja, Führung ausgebaut hier tatsächlich in der zweiten Runde. Mit einem Spielstand von 3 zu 1 gehen wir jetzt rein in die dritte Runde. Und da nehmen wir jetzt Glaube und Religion. Das ist von den drei Kategorien, die hier zur Auswahl standen, da, wo ich hier, sag ich mal, noch mit am besten bin. Welchen kirchlichen Rang hat ein Pontifex Maximus? Ist, glaube ich, der Papst und das ist auch richtig soweit. Wie nennt man das Käppchen, welches von Bischöfen, Kardinälen oder vom Papst getragen wird? Ist es die Kippa? Ich will Kippa nehmen, aber wahrscheinlich ist es eh falsch. Und so ist es natürlich auch. Machen wir weiter. Mit welches Sternzeichen folgt auf Krebs? Krebs ist im Juli, glaube ich. Und Löwe ist im August. Also müsste es Löwe sein und das ist... Die richtige Antwort somit zwei richtige bei Glaube und Religion, das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Die Hälfte vom Duell gegen die Lisa ist schon zu Ende. 5 zu 2 ist der Halbzeitstand, aber es ist natürlich immer noch nichts entschieden. Vor allem, weil Lisa jetzt Bücher und Wörter nimmt, da wo sie sich anscheinend ziemlich gut auskennt. Am ersten Spieltag hat sie ja Bücher und Wörter alle drei Fragen richtig gemacht und dadurch noch gewonnen. Also es bleibt definitiv spannend. In welchem Jahr wurde George Orwells Buch 1984 veröffentlicht? Ja, im Jahr 1984. Nein, tatsächlich im Jahr 1949 schon. Okay. Wie nennt man eine Buchreihe, die aus vier Büchern besteht? Das müsste eine Trilogie, sind drei Bücher. Tetralogie sein. Und das ist die richtige Antwort. Trilogie sind drei Bände immer, genau. Welches Wort war 1971 das erste offizielle Wort des Jahres? Rasterfahndung? Nein, Aufmüpfig wäre richtig gewesen und somit, ja, ich eine Frage richtig, Lisa eine Frage richtig, also, ja, unentschieden, sag ich mal, hier in der vierten Runde. Somit steht es jetzt also nach vier Runden 6 zu 3.
Zwei Drittel sind durch und jetzt darf ich nochmal eine Kategorie suchen. Und dann nehmen wir draußen im Grünen. Und damit Folgefrage: Wo kann man Sandkatzen finden? Ja, gute Frage. Mittel- und Südamerika? Nein, es ist die Arabische Halbinsel, das war jetzt auch geraten, weil das wirklich alles vier hätte sein können, tatsächlich. Welche Art von Tier ist ein Hermelin? Das ist, glaube ich, ein Vogel. Das ist tatsächlich ein Marder, okay. Auch das hier falsch. Welches der folgenden Tiere ist kein Beutetier des Steinadlers? Ich glaube, ein Rentier ist zu groß für einen Steinadler. Und das ist auch richtig. Immerhin noch eine Frage richtig bei draußen im Kühnen. In der Kategorie, wo ich eigentlich immer zwei, drei Fragen richtig habe, aber dieses Mal tatsächlich nur eine. Aber mal schauen jetzt, was die Lisa macht. Egal, was sie jetzt macht, wir gehen auf jeden Fall mit einem Vorsprung dann in die letzte Runde. Auch wenn sie jetzt alle drei Fragen richtig hat, hätte ich noch einen Punkt Vorsprung. Also, ja, kommt es tatsächlich auf jeden Fall auf die letzte Runde jetzt wirklich drauf an, wie ich da so abschneiden werde. Nach 5 Runden steht es jetzt also 7:4 gegen Lisa und somit bin ich nur noch eine richtige Antwort hier vom ersten Sieg hier in dieser Saison entfernt. Die ersten 3 Punkte, ja, sind kurz bevor. Und wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal Folgefrage an. Woher stammt die schwarze Sorte Ceylon? Sri Lanka, und das ist richtig und somit habe ich auf jeden Fall schon hier gewonnen. 3 Punkte gehen auf mein Konto. Die ersten 3 Punkte hier in dieser Saison am zweiten Spieltag gehen die Lisa. Aber wir spielen natürlich noch die letzten 2 Fragen auch noch. Und da haben wir jetzt folgende Frage. Was ist eine Clam Chowder? Keine Ahnung. Dann nehme ich jetzt einfach mal eine australische Brotsorte. Das ist aber falsch. Das wäre eine Muschelsuppe gewesen aus Amerika. Lisa wusste das. Ich leider jetzt nicht. Aber ist jetzt eigentlich schon nicht mehr so relevant für diesen Spielausgang. Unter welchem Namen kennt man die Süßkartoffel noch? Litchi auf jeden Fall nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal Kumquat und es wäre Patate gewesen und somit, ja, gewinnen wir hier auf jeden Fall dieses Duell und das sind die ersten 3 Punkte. Das war ein wichtiger Sieg auf jeden Fall. Und somit schauen wir uns jetzt noch die ganzen Ergebnisse an, wie die anderen so gespielt haben und natürlich auch noch die aktuelle Tabelle vom zweiten Spieltag. So, liebe Leute, die Ergebnisse sind auf jeden Fall alle da. Und da gibt es einige Auffälligkeiten hier, aber erstmal das Spiel Nummer 5 hier in dieser Quiz-Duell-Saison. Da haben wir jetzt den Manu gegen die Jasmina, unser Kernstoffduell. 8:6 hat der Manu da gewonnen. Und ja, vor allem dank einer starken zweiten Hälfte hat der Manu dann hier gewonnen. Wir machen weiter mit dem Chino gegen den Thomas und das war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Wobei man hier sagen muss, der Chino war in der ersten Hälfte besser. Der hat da mit 5:3, sag ich mal, gewonnen. Und der Thomas dann hat in der zweiten Hälfte diese Halbzeit mit 5:3 für sich entschieden. Also ein gehechtes Unentschieden hier, wie ich finde. Wir machen weiter mit dem nächsten 8:6, das zweite hier schon. Und da haben wir jetzt mein Duell gegen die Lisa. Da habt ihr ja gesehen, welche Fragen da dran kamen. Und ich habe das Ganze gewonnen dank einer starken ersten Halbzeit vor allem. Die habe ich 5:2 gewonnen, die erste Hälfte. Und die zweite ging tatsächlich an die Lisa. Dank der letzten Runde 4:3 hat sie die zweite Hälfte für sie entschieden. Insgesamt, ja, habe ich dann das Ganze knapp gewonnen. Und wir haben tatsächlich dreimal das gleiche Ergebnis. Also das hatten wir gleich mal auch noch nie an einem Spieltag. 8:6 hat auch der Dino gewonnen gegen den Niklas. Und hier war es, ja, ein knapper Sieg jeweils in der ersten und in der zweiten Hälfte. Beide Halbzeiten sozusagen gingen 4:3 aus. Ja, und somit dreimal und 8:6, sehr, sehr auffällig. Also das ist schon sehr zufällig, dass solche Ergebnisse dann an einem Spieltag zustande kommen. Und wir blicken jetzt auf jeden Fall auf die Tabelle nach Runde 2 von insgesamt 14 Spieltagen, die wir hier haben. Wir machen ja mit Hin- und Rückrunde. Und da sehen wir, Platz 1 hat der Manu beide Spiele gewonnen, 6 Punkte somit. Auch der Dino, der ist ihm knapp auf den Fersen, ebenfalls 6 Punkte. Nur wegen der Tordifferenz halt. Oder wegen der Punktedifferenz hier bei uns dahinter. Dann haben wir im Mittelfeld 3 Leute mit jeweils 3 Punkten. Die Lisa auf Platz 3 mit 3 Punkten. Dann komme ich auf Platz 4 mit ebenfalls 3 Punkten. Und die Jas mit ebenfalls 3 Punkten auf Platz 5. Dann haben wir den Chino mit 1 Punkt auf dem 6. Platz. Der Thomas hat ebenfalls 1 Punkt geholt, ist auf Platz 7. Und der Niklas konnte leider noch keine Punkte hier einfahren und ist auf dem letzten Platz aktuell. Aber wie gesagt, ist ja noch viel zu spielen. Wir haben noch viele spannende Duelle. Jeder muss noch 12-mal ran. Also da kann noch sehr, sehr vieles passieren. Es sind noch sehr viele Punkte hier zu vergeben.
kann sich alles noch ändern, vielleicht hier schon am nächsten Spieltag. Da haben wir eine Deadline gesetzt auf Mittwoch, den 31. Mai, 20 Uhr. Heute ist Freitag, also habt ihr auf jeden Fall genügend Zeit, mal wieder zu spielen. Und da haben wir folgende Partien. Der Chino spielt gegen die Lisa, also Chino auf dem 6. Platz, aktuell die Lisa auf Platz 3. Die spielen gegeneinander. Dann haben wir mein Duell gegen den Thomas. Ich bin 4. Thomas aktuell auf Platz 7. Der Saisonstart war nicht so, wie er sich das Ganze vorgestellt hat, glaube ich. Also wird definitiv auch ein interessantes Duell gegen den Toto. Vor allem, weil er eigentlich ein stärkerer Quiz-Duell-Spieler ist, als die Tabelle aktuell aussagt. Also wird definitiv wieder interessant. Dann haben wir den Niklas, der darf ran gegen die Jas. Platz 8 gegen Platz 5 sozusagen. Und dann unser Spitzenspiel, der Manu gegen den Dino. Das nächste Kernitschdorf-Duell hier sozusagen. Der erste gegen den zweiten. Also da wird es definitiv interessant. Da wird sich die Tabellenführung dann, sag ich mal, entscheiden hier. Und ich würde sagen, es bleibt definitiv spannend. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum dritten Spieltag unserer Quiz-Duell-Liga. Und somit bin ich aus. Bis zum nächsten Mal und ciao.